Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Sengoku Dynasty hier aus Jax Reloaded. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die letzte Folge verlief nicht ganz so oder endete nicht ganz so positiv, denn dachte ich, dass das letzte Spezialprojekt reicht, um uns hoch genug zu bringen. Aber nein, es fehlt uns noch ein bisschen. Und wir haben so viele Warnungen da und ich habe keine Ahnung. Ach so, ich so viele Arbeitslose ab. Jetzt sehe ich's. Warum bin ich erst da geguckt? Oh Mann. Aber ich muss zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich war sehr müde bei der letzten Aufnahme. Ich kann ja eh nichts zu großartig herstellen. Ich kann den nur ersetzen, das ist natürlich doof. Da habe ich natürlich nichts machen. Na gut, ich bin verdorben, das ist aber was haben wir denn noch? Ja, ich glaube, ich brauche ein zweites Dorf. Zum Bauen habe ich ja nichts. Zum Städten habe ich eine. Ja, aus dem Bergbauposten, aber im Bergbauposten, ich habe hier gar keine. Auch zu schön gewesen, hätte ich das da noch reinbauen können in die Mitte irgendwie. Ich ja, nützt nichts, wir müssen Platz für ein zweites Dorf finden. So, und ups. Die Eisenmine war hier unten irgendwo, ne? So, da haben wir eine, aber das kann ja nicht die einzige sein. Ja, wir gehen mal rüber. Gucken, ob wir da was finden. Wie viel habe ich noch? Munition 26, aber das ist auch beinahe kaputt.
zu bringen. Was ich aber nur eben reparieren kann hier. Ey! Nein, das solltest du nicht tun. Ihn abnehmen. Nicht reparieren. Das ist doof. Das ist doof. Ich muss sie doch aber auch irgendwie reparieren können. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht geht. Dann baue ich einfach. Der Halbbogen, ich packe ihn unten hin. Den kann ich verkaufen. Bringt mir da zwar nur 100, aber und auch gut, dass ich noch nicht losgelaufen bin, weil abends loszulaufen wäre auch ein bisschen doof. So. Wollt zum Händler eben schnell? Ja. Feierabend. Okay. Ja, aber um ins Bett zu gehen, ist nicht zu früh. Wenn du den zum Lebensmittellager das Bube dann reinpacken. Und die auf. So. So. Nicht so einfach. Dann sammeln wir ein. Dann gehen wir schlafen. Und dann gucken wir nach dem zweiten. Ich hoffe, dass ich die dann noch umsiedeln kann. Hallo? Okay. Hallo, komm! Steine. Überhaupt keine Steine habe ich. Ja gut. Ja. Dann gehen wir gleich pennen. Ja. Ich sammle. So. Das Holzige raus. Ich sag da nichts mehr zu. So, dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Schlafen eine Runde. Betäubungserhalten. Oh nein, ich habe hier gar nichts mehr. Jetzt. Das ist natürlich richtig scheiße. Das ist natürlich so richtig, richtig scheiße. Ja, ich habe noch die Eier. Aber das war's dann auch schon. Was habe ich denn? Ja, ich kann davon mit 10 mit. Besser.
so. So. Okay. Dann fällt es mal nicht mal rüber. Dann fällt es wegen der breitesten Stelle. Blip, blip. Okay. Blip, ich bin jetzt. Vorbei. Erinnern. Ist aber gut viel Ton. Aber den kann notfalls ich auch halt einsammeln immer. Ne? Das ist jetzt nicht so das Problem. Ist nur ein bisschen doof, weil das. Steine mitnehmen. Stöcke. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Was ist denn hier? Okay. Hier schnarcht doch was. Also nicht schnarcht, es grunzt. Ich höre es doch ganz genau. Da. So. Komm, komm in den Fall. Bitte. Ja, nicht. Nicht. Hier noch Pizza. Und wieder so Grafikfragmente. Ich erinnere mich. Kann man es natürlich auch machen. Toll. Das ist auch gut. Also Eier. Noch mehr Eier. Eier. Ah, was ist hier? Hier war ich nicht. Hier war ich doch noch nicht.
Oh Mann. So. Und noch ein Fleisch. So, für den Gefangene. Wupp. Ich weiß jetzt trotzdem noch. Sonst nichts. Ich finde es aber schade, dass es hier sonst nichts weiter gibt. Nö, kleines Reh, Hirsch. Kleines Reh, Hirsch. So, da wollte ich hin. So. Aber hier ist nichts Fragezeichiges. Aber hier grünscht schon wieder was. Das ist natürlich schade. Hier vielleicht, aber da ist dann nichts fürs. Ein Platz fürs Dorf. Ist schon schade. Ja, ich weiß doch nicht. Ja, ich hätte es besser gefunden, wäre eine. Bruder muss los. Das ist echt. Tja. Flachlandregion, das ist eine schöne, gut Flachlandregion. Aber das ist zu flachlandig hier. Ist aber noch überall Höhle, also auch ein paar. Ich brauche nur eine kleine Höhle. Ein bisschen Eisen abbauen kann. Bin ich schon wieder. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich werde jetzt mal die Fragezeichen hier absuchen. Zu dem Fragezeichen. Mein Händlo. Hallöchen. Gehörst du einer Handelsgilde an? Ausgeschlossen. Die Zar unterdrücken den Handel.
Die Fürsten nutzten sie, um ihn zu kontrollieren, und sie sind viel zu mächtig geworden. Sie könnten mich jederzeit wie eine Fliege zerquetschen. Zum Glück entscheiden sich manche Herrscher, ihr Monopol zu brechen. Viele Burg- und Tempelstädte halten freie Märkte ab, dort wurden die Zar ganz abgeschafft. Also, nehmen wir an, das ist so den Zar, dass das sowas wie die Handelsgilde ist. Logischerweise. Und da ist noch ein Fragezeichen, das ist glaube ich ein bisschen näher dran. Ach, das ist hier der Aussichtsturm. Ich habe immer noch nicht genug. 100 Stück, 100. Hallo? 100 fehlen noch. Also 100 Erfahrungspunkte. Das ist aber auch doof. Fragezeichen hier. Eine Höhle. Ja, die Klappe. Was quietscht denn hier so? Warum kann der da nicht dran vorbeigehen? Ach, du bist wieder. Ja, aber hier ist halt nichts hoch genug. Also, nicht hoch genug, nicht eben genug, so würde ich sagen. Das ist das Problem. Wasabi! Das ist in der Segi-Region. Das ist das zweite Zeichen. So. Ja. Nicht gut. Hier wäre natürlich auch ein geiler. Also hier habe ich auf jeden Fall Bauplatz und Mass. No. Also direkt am Eingang. Also das wäre auf jeden Fall ein guter Platz. Bin jetzt hier auf der Ebene. Die Höhle ist halt leider sehr weit weg. Das wäre halt ein bisschen doof.
Was haben wir hier? Nice. Okay. Okay, okay. Ja, ich gehe jetzt mal hier noch ein Stück weiter. Mich hier noch damit mal um. Flussabuferregion. Echt? Heute klappt nichts mehr mit dem Reden. Ja, und wie baue ich das denn ab? Okay. So. Aber der war auch nice. Wenn mir das richtig gefallen. Wenn die hier bauen, abbauen. Ja, aber es könnte auch zu uneben sein. Ne? Ich weiß es halt nicht. Das ist so einfach. Alles ist nicht so einfach. Er hat auf jeden Fall Eis, auf keine Ahnung, wie ich das abbaue. Und ja. Aber halt kein Eisen. Das ist natürlich doof. Was brauche ich denn, um einen Blockentrop zu bauen? Schon 3. Müsste der Platz reichen, also von Platz erreichen. Also nicht von Platz, von der Entfernung zum Ufer, denke ich.
Ich bin direkt damit verbunden. Das ist natürlich cool. Das hier noch fertig hier. Und um. Also halt den Eingangsbereich. Nice. Ha! Okay. Ja, dann haben wir unseren zweiten Platz. Und dann hoffen wir mal, dass wir zu Rande kommen. Zu Potte kommen, wie auch immer. Gut, ja, dann machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir waren ja ein bisschen unterwegs, haben gut was an Fleisch gesammelt. Und bauen jetzt unser zweites Dorf auf. Ja, ich weiß, wir haben im ersten noch nicht mal alles, aber geht vielleicht auch nicht anders. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.